Fokus. Themen fürs Leben. Grüß Gott. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vortrags von Eugen Drewermann über Heil und Heilung. Die moderne Gehirnforschung, die Neurologie und das alte Wissen der Religionen haben eines gemeinsam. Sie sehen den Menschen nicht nur als körperliches Wesen, nicht nur als biochemisch-physikalische Maschine, sondern ebenso als ein psychologisches und soziales Wesen, bei dem zwischenmenschliche Erfahrungen tiefe Spuren in Körper und Seele hinterlassen. Biopsychosoziale Medizin bedeutet, dass wir die Krankheiten auf allen Ebenen ihrer Verursachung werden angehen müssen. Wenn es um Heil und Heilung geht, genügt es deshalb nicht, nur den Körper, nur das kranke Organ zu sehen und zu behandeln, sondern es geht darum, den Menschen mit seiner ganzen Lebensgeschichte, mit allen Dimensionen des Menschseins zu sehen und zu verstehen. Das wichtigste Werkzeug, das wichtigste Medikament bei einer solchen Behandlung ist das heilsame Gespräch, sagte Eugen Drewermann im ersten Teil seines Vortrags und zitierte Sokrates. Wenn du nicht zuvörderst vom Arzt eingeladen wirst zu einem guten Gespräch, das Einfluss gewinnt auf die Seele, so, Sokrates, fliehe einen solchen Arzt als die Krankheit selber. Bei einem guten Gespräch, das Einfluss auf die Seele gewinnt, soll der Patient, die Patientin, ehrlich und wahrhaftig über die wirklichen Gefühle sprechen können, die ja oft die Ursache der Krankheit sind. Der Patient, die Patientin, soll in der Therapie immer mehr von sich erzählen können, um sich selbst zu begreifen, sagte Carl Rogers. Und Sigmund Freud gab für ein solches therapeutisches Gespräch, das Einfluss auf die Seele und damit auf den Körper gewinnt, eine ganz entscheidende Regel, betont Eugen Drewermann. Worauf ich Sie hinweise im Übergang zu dem, was wir Heil und Heilung im Neuen Testament einmal gleich uns anschauen werden, ist eine Regel, die Freud erfunden hat um 1895 und die, so sehr Sie seine Behandlungstechnik und sein Theoriekonzept kritisieren mögen, aus vielen guten und überzeugenden Gründen eine menschliche Kulturrevolution darstellt und human betrachtet Genie verrät. Freud nämlich gab zur Behandlung in psychoanalytischer Absicht die Regel in Auftrag, die Patientin und den Patienten niemals zu moralisieren, zu dirigieren, zu manipulieren, zu korrigieren, zu karikieren, zu ironisieren. Das Einzige, was zu tun sei, bestehe darin, den anderen zu akzeptieren und zu begleiten. Es ist ein psychoanalytischer Vertrag zu schließen, der lautet, dass die Patientin, der Patient alles zu sagen hätte, was ihr und ihm durch die Seele geht. Das Peinliche zuerst. Aber wovon ich gerade rede, ist eine Therapie, auf die wir kaum vorbereitet sind. Ich wage als Theologe davon zu sprechen, dass einzig die Gnade imstande ist zu heilen. Und dies ist eine Erfahrung, die tatsächlich zutiefst christlich sein könnte, wenn ihre Vertreter sie begreifen würden. Auf den Anfangsseiten der Bibel haben wir eine wunderbare Geschichte über das Unglück der Menschen. Es trete ein, erklärt uns die Erzählung in Genesis 3, als die Menschen vertrieben wurden aus dem Garten des Glücks, als welchen Gott diese Welt einmal für uns eingerichtet hatte. Würden wir dort noch leben, in der Nähe des Baums, in der Mitte des Gartens wäre unser Leben richtig zentriert. Vollzögen wir es, im Umraum des Vertrauens geschützt zu sein durch die Macht, die möchte, dass es uns gibt. Der ganze Sündenfall beschreibt sich anders. Das Problem unseres Menschseins stellt sich zentral darin,
da, dass wir genau dieses Vertrauen verloren haben. Wir existieren, wie wäre Feuer unter unseren Füßen, als Exulanten der Existenz, als Verjagte, die kämpfen müssen darum, akzeptiert zu sein, berechtigt zu sein. Und sie können es nicht anders, als sie es dann finden in der Geschichte von Kain und Abel. Durch Leistung, durch Opfer, durch Konsumverzicht, durch Produktion des Besten, was wir zu erzeugen vermögen, und durch dessen Hergabe für einen eifersüchtigen Gott, den wir besänftigen müssen in seinem Zorn. Es ist fast egal, wie Sie diesen Gott heute nennen, ob Sie ihn identifizieren mit dem neoliberalen Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus, der ständigen Konkurrenzwirtschaft. Wie macht der eine den anderen schneller fertig und stellt ihn an die Wand? Welche eine Firma treibt die andere rascher in den Abgrund? Wo kann man noch mehr Arbeiter entlassen, rationalisieren, um die Kosten günstiger zu halten? Koste es doch die Menschen, was es will. Wie vermehrt sich Kapital am besten? Die Geschichte von Kain und Abel erzählt sich in grausiger Modernität heute. Und nachdem wir alles auf den Altar zum Verbrennen gelegt haben, was einmal in unseren eigenen Händen kostbar war, fallen wir übereinander her, um den zu vernichten, der auf dem Weg zu ein bisschen Anerkennung uns im Wege steht. Wenn das die Grundbilder sind für unser Leben, hätte das Christentum recht. Es ist viel zu früh, es moralisch ordnen zu wollen. Was wir brauchen, wäre ein Umfangensein in Gnade und Verstehen. Das wäre der erste und wichtigste Stressabbau. Die Erlösung von Einsamkeit und Angst. Ein Gefühl, wieder irgendwo aufgehoben zu sein. Es ist ein Gedanke, der von dem russischen Dichter Fjodor Michailowitsch Dostojewski am erschütterndsten ausgedrückt wurde. In einem seiner Romane, die Erniedrigten und Beleidigten, schreibt er es so einmal. Nelly, sagt dort das Mütterchen, es ist keine Sünde, reich zu sein, aber es ist eine Sünde, reich zu sein und die Armen zu beleidigen. Und genauso im Umgang mit den seelisch arm gewordenen, den Habenichtsen im Haushalt ihrer selber, womöglich den schuldig gewordenen, den Verlorenen. Das ganze Neue Testament wird beschreiben, wie man ihnen nachgehen muss. Und Dostojewski erzählt von einem Doppelmörder, einem jungen Studenten, der zwei alte Frauen mit der Axt erschlagen hat, nur um dem Wahn eines Napoleon-Genies zu folgen. Diese Großen der Geschichte. Sie kühlen ihre Nerven auf eine Weise ab, dass sie über Hekatomben von Leichen klettern können, als wäre dies die Pyramide ihres Erfolgs. Und schließlich im Herzen von Paris wird man ihnen ein Ehrenmal setzen, den Arc de Triomphe, und alle Straßen Frankreichs werden hinauslaufen zum Arc de Triomphe und die Siege Napoleons feiern. Hunderttausende hat dieser Mann ermordet. Er verliert eine Schlacht und er wird ein Toast aussprechen. Wenn Sie so sein müssen, um ein Genie zu werden, müssen Sie als erstes sich zeigen, wie Sie Ihre Nerven, selbst im Mordfall, unter Kontrolle haben. Das probiert Raskolnikow. Als er schließlich sein Verbrechen beichtet der Dirne Sonja gegenüber, ist sie's, die weinend ihn an sich drückt und stammelt: Rodja, was musst du gelitten haben? Dostojewski wird in den Brüdern Karamasow den Stare Sosima sagen lassen: Aljoscha, wenn sie dich je bestellen, Richter zu sein über einen anderen, musst als erstes du selber dich schuldig sprechen und sagen, wäre es denn möglich, dass jener gefehlt hätte, wenn ich selber ein anderer Mensch wäre? Nur wenn du dir selber die Schuld gibst für die Schuld des anderen, magst du Richter sein über deinesgleichen. Es ist eine Zeit, in der man im zaristischen Russland die Frauen versammelte, wenn jemand deportiert wurde, strafweise nach Sibirien, und man bekreuzigte sich vor ihm, betete für ihn und küsste seine Hände, denn so dachte man, stellvertretend hat dieser unser aller Leid auf sich genommen. Es ist die Welt, mit der wir unmittelbar eintauchen in den Heilungsraum des Neuen Testamentes. Und wir begreifen, warum Jesus die Heilung von Krankheit als ein Zeichen für die Ankunft Gottes in unserem Leben versteht.
Wie streichelt man die Stirn eines Menschen so, dass die fieberheißen Ängste darunter langsam zurückgehen? Wie zärtlich berührt man die Haut eines Menschen, der an Aussatz leidet, bis dass er sich den Augen der Priester wieder zumutet? Wie erlaubt man es seinem Menschen, seine eigene Sprache wiederzufinden und die Worte zu sagen, die bis dahin unsäglich und unaussprechlich sein ganzes Leben versperrten? Wie ermöglicht man Offenheit, Ehrlichkeit durch Vertrauen? Einzig die Gnade ist imstande zu heilen, sagt Eugen Trevermann. Mit Gnade, das ist wichtig zu erwähnen, meint der Seelsorger und Psychotherapeut aber nicht etwas Nebuloses, sondern etwas ganz Konkretes, nämlich gute zwischenmenschliche Erfahrungen. Gnade bedeutet für Eugen Trevermann die Erfahrung von Güte, von Verstehen und Erbarmen, von unendlichem Mitleid als Antwort auf die Verzweiflung und die Angst, die Menschen krank und böse machen. Auch das wird von der Neurologie bestätigt. Wir sind auf gute, auf gelingende Beziehungen angewiesen, betont Joachim Bauer immer wieder und ergänzt, der Mensch ist die stärkste Droge für den Menschen. Gnade bedeutet deshalb therapeutisch, den leidenden, den kranken Menschen bedingungslos, das heißt, ohne moralische Wertungen und Verurteilungen zu verstehen und zu akzeptieren. Mit Martin Luther und nicht zuletzt mit Jesus ist Eugen Trevermann überzeugt, Menschen kann man nur heilen, wenn man ihnen mit Güte, mit der wärmenden Geduld der Zuwendung und des Verstehens begegnet, wenn sie sich endlich dadurch angenommen und geborgen fühlen. Gnade, das ist die Bitte, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich deine Liebe und dein Verständnis besonders. Gnade hat aber auch eine ganz handfeste, eine materielle Seite, gerade im Medizinsystem, sagt Eugen Trevermann. Ärzte dürfen in Deutschland überhaupt nicht gratis behandeln, sonst können sie von ihren Kollegen angezeigt werden. Ich habe wirklich kennengelernt, vor, glaube 3 Jahren war es, ein Zahnarzt, der in Ruhestand gegangen war und jetzt sich vorgenommen hatte, vor allem die Obdachlosen mit Zahnproblemen gratis zu behandeln, weil er der festen Meinung ist, nicht nur der Alkohol ruiniert die Zähne, auch ihre ganze Lebensweise und sie kommen bei keinem vernünftigen Zahnarzt unter. Das ist ein wirkliches Problem. Und er wollte, so gut das ging jedenfalls durch Gratisbehandlung, den Leuten von der Straße ein ordentliches Gebiss wenigstens sichern. Das war nicht möglich. Nicht in Deutschland. Ärztliche Intervention, 10 Euro schon alleine, um sich sehen zu lassen. Überweisung nochmal 10 Euro für Leute, die am Tage als Hartz-IV-Empfänger noch nicht einmal die Obdachlosen 11,30 Euro bekommen in Deutschland, können nicht mal schnell 20 Euro für die Anmeldung bei einem Arzt haben. Da geht es so zu wie in den Tagen des Paracelsus. Der meinte damals schon, von Mitleid und Menschlichkeit ist die Rede nicht länger, es geht um Geld. Aber mit goldenen Spenglein verziert durchs Dorf zu gehen, ist weder christlich noch menschlich. Er wollte, dass ein Arzt aus Gott komme. Und deshalb sich erlaube, zu tun, was menschlich richtig ist. Es gab einmal ein Ethos, dass ein Arzt, sobald Schmerz sich anmeldet, aktiv werden muss, ohne Aufschub. Das ist lange vorbei. Stimmt die Kreditkarte, das ist viel wichtiger. Michael Moore hat die Gewalttätigkeit der USA unter anderem in seinem Büchlein damals
darauf zurückgeführt, dass man in Kanada immer noch Ärzte hat nach europäischem Vorbild. Noch. In den USA aber nicht. Sie können auf den Stufen des Krankenhauses verrecken, wenn die Karte nicht stimmt. Das macht Menschen wütend, meinte Michael Moore. Macht sie verzweifelt und irgendwann verstehen sie die Welt nicht mehr. Gnade ist das Wort, mit dem wir antworten auf Menschen, die die Welt nicht verstehen können, weil sie unmenschlich ist. Ich will so weit gehen, um zu sagen, Gnade ist die einzige korrekte Antwort auf die Hilflosigkeit, die Ausgesetztheit, die Verletzbarkeit, die Sterblichkeit unseres irdischen Lebens. Eine andere Antwort haben wir nicht. Wir könnten alle Illusionen ganz rasch durch ein Gedankenexperiment beerdigen. Wir müssten uns nur vorstellen, dass durch die Tür hinaus irgendetwas passiert und alles ändert, woran wir jetzt noch festiglich glauben. Ich entsinne mich eines Polizeibeamten, der klaren Charakters sehr genau wusste, wie man umgeht mit straffällig gewordenen und was man tun sollte, damit es die gar nicht gibt, Abschreckung. Ihm passierte es, dass er an einem Nachmittag vom Sofa aufstehen wollte und es hatte zwischen seinen Schläfen eine unhörbare Explosion sich ereignet. Er war ein Aphasiker geworden. Die Sprache funktionierte nicht. Man konnte genau über die Nervenbahnen die entsprechende Stelle rein durch die Symptombeschreibung festmachen. Und plötzlich entdeckte er, was ich jetzt Gnade nenne. Er war nicht mehr der Mann, der morgens mit einer Stunde Waldlauf sich tüchtig hält, der charakterlich eindeutig und selbstbeherrscht, zuverlässig, ordentlich sich präsentiert. Er war auch nicht mehr der Mann, der genau wusste, wie man in Urlaub fährt, wie man billig einkauft, wie man sich gesund hält, welches Fernsehprogramm abends vernünftig ist. Seine Frau durfte nur abnicken, was seine Weisheit gerade beschlossen hatte. Plötzlich ist es diese seine Frau, die ihm wie einem kleinen Kind die Sprache nochmal beibringt. Was? Stopp! An dem Fluss! Das kann jetzt Wien an der Donau sein, das kann Köln am Rhein, Hamburg an der Elbe sein. Alle Worte fielen in einen Brunnen von schwarzem Nicht-mehr-Wissen und mussten daraus hervorgeholt werden, langsam wieder eingeübt werden. Vor 3 Jahren bekam ich von dem Mann einen Brief, 14 Seiten lang. Einen der wunderbarsten Briefe, die ich überhaupt bekommen habe. Er beschrieb seinen Garten. Alle Blumen, Bäume, viele Worte hatte ich noch nie gehört. Er hat jetzt sogar seine Kindheit beschrieben in Ostpreußen. Auch Worte, die ich noch nie gehört habe. Fachausdrücke von Landarbeitern in Ostpreußen. Kannte er alle noch im Altgedächtnis, aber seine Frau hat ihm dabei geholfen, die wiederzufinden. Ein Brief schreiben, sogar ein Buch schreiben, als Therapie, wird inzwischen in bestimmten Kliniken als Musterbeispiel der Selbsttherapie empfohlen. All die Zähigkeit, die Charakterstärke kommt jetzt zum Ausdruck, aber sie vermittelt sich mit einer wunderbaren Erfahrung. Bis dahin hatte er eine entfernte Verwandte in der alten DDR, die als Bordellmutter tätig war. Die konnte er nur verachten. Und plötzlich erklärte er, aber das sind doch alles nur Menschen. Plötzlich weiß er um die Hilfsbedürftigkeit aller. Er hat sie gelernt. So etwas Weniges kann genügen und ändert unser ganzes Weltbild. Und weil das so ist, hätten wir gegen die Solidarität, in der wir alle stehen, schicksalhaft gegenüber Krankheit und Tod, nur eine einzige Antwort, zusammenzuhalten gegen den einzigen Feind, den wir haben. Wir sollten die Schwachheit des anderen eben nicht im Konkurrenzkampf lateral und frontal zum Instrument unserer Durchsetzung machen. Wir haben nur den einen Weg der Menschlichkeit. Wozu ich Sie aneifern möchte, ist, dass Sie Ihre ärztliche Tätigkeit nicht eine berufsspezifische Variante nur in unserem Zusammenleben auffassen, sondern als etwas, das im Sinn des Neuen Testamentes zur Basis von Menschlichkeit für jeden zählt. Sie können das durch spezielle Ausbildung besonders gut und effizient
ausüben. Aber die Haltung, die Sie dazu benötigen, im Sinne des Empedokles oder des Platon schon oder des Jesus im Neuen Testament, sollte die Haltung aller Menschen sein. Verzweiflung und Angst machen die Menschen krank und böse, sagt Eugen Drewermann. Dass, wenn jemand krank ist, Gnade angesagt ist, also Güte, Verstehen, Erbarmen, unendliches Mitleid, dem können wohl die meisten von uns zustimmen. Aber wie ist es mit der Gnade, wenn jemand aus Angst und Verzweiflung böse wird, also kriminell, zum Straftäter, zum Verbrecher wird? Dann hört sich in der Regel unser Verständnis auf. Und von Güte, Verstehen, Erbarmen, unendliche Mitleid wollen wir dann nichts mehr wissen. Dabei wird hier die heikle Frage nach dem freien Willen berührt. Im Gegensatz zur Esoterik, die uns einzureden versucht, jeder sei seines Glückes Schmied, zeigt uns die Genetik, wie eingeschränkt unser freier Wille ist, wie viele Krankheiten zum Beispiel genetisch bestimmt sind. Und die Psychoanalyse verweist auf die verhängnisvollen Prägungen, vor allem Traumatisierungen frühkindlicher Erfahrungen, was wiederum durch die moderne Neurologie bestätigt wird. Eugen Drewermann gibt ein Beispiel, wie Angst und Verzweiflung schon früh entstehen können. Ein Kind, das zur Welt kommt, wird sich ängstigen in der Angst seiner Mutter. Glukokortikoide, die über die Stressachse abgegeben werden, durchschwemmen die Plazenta und beeinflussen die Hirnentwicklung, noch ehe das Kind zur Welt gekommen ist. Eine Frau zum Beispiel, deren Angst, mir unbehandelbar zu sein scheint, ist zur Welt gekommen 1944. Sie hat in Hamburg miterlebt im Juli im Schoß ihrer Mutter. Die Operation Gomorra, als Admiral Harris verfügte, dass man die Hansestadt Hamburg ausrottet. 40.000 Tote im Feuersturm in Hammerbrook, in einer Nacht, Round-the-Clock-Bombing, dass der Asphalt sich birgt, dass, wenn die Leute aus den Bunkern kommen, die nächste Angriffswelle auf sie zuschlägt, bei Tag und Nacht. Nur Angst. Ein Kind, das so zur Welt kommt, wird sich ängstigen, nicht vor der Welt, die es gibt, sondern vor der, die es gegeben hat, als es das Licht der Welt gar nicht erblicken wollte. Das zeigt uns die heutige Neurologie. Sie verstärkt den Eindruck der Psychoanalyse. Noch was vor der Geburt ist, kann außerordentlich wichtig für die Hirnentwicklung, also für die ganze Verarbeitung späterer Ereignisse werden. Die frühen Kindheitsmonate und Jahre, das hat die Psychoanalyse nun wirklich sehr breit erarbeitet. Die einzelnen Entwicklungsstufen, die den Charakter, die Neurosestrukturen prägen. Die Neurologie zeichnet das sehr schön nach. Was passiert etwa, wenn jemand mit 7, 8 Monaten die Stelle falsch durchläuft, an welcher Empathie möglich wird? In diesem Zeitraum beginnt ein Säugling zum ersten Mal zu merken, dass seine Mutter ein eigenes Wesen ist, mit eigenen Gefühlen, und es lernt, sich in die Gefühle der Mutter hineinzudenken. Ein außerordentlich wichtiger Vorgang, der später über fast alles entscheidet, was in sozialen Beziehungen möglich oder unmöglich wird. Ein Kind, das diese Phase der empathischen Firmung und Einübung nicht korrekt durchläuft, wird die Mitmenschen später nicht verstehen, wird für sie keine Gefühle aufbringen, wird sich in die Gefühlswelt anderer nicht hineindenken können. Der Weg bis ins Kriminelle steht natürlich scheunentorweit offen. Wie soll ein solches Kind wissen, ob eine Frau es liebt oder nicht, wenn es nicht einmal in die Gefühle eines anderen sich hineinversetzen kann, sondern nur abhängig ist von bestimmten körperlichen Ausdrucksformen, die sehr missdeutbar sein können. Ich will darauf hinaus, dass am Ende die Neurologen völlig recht haben, wenn sie meinen, bis hin zum Verbrecherischen gibt es keine Freiheit. Ich mache das jetzt aus Zeitgründen ganz schnell und sage, je schlimmer ein Verbrechen ist, desto weniger wird es frei sein. Kurioserweise sind Leute wie Gerhard Roth jetzt der Meinung, sie müssten argumentieren, wie das Thomas Hobbes schon getan hat vor rund 400 Jahren. In die Unfreiheit müsste man abschreckende Faktoren setzen. Strenger strafen, weil die Menschen unfrei sind. Mir scheint mit Verlaub diese Argumentation absurd. Denn denjenigen, den wir bestrafen wollen,
erleben wir bereits als Kronzeugen dafür, dass die Abschreckung nicht funktioniert. Sonst hätte er ja sein Verbrechen gar nicht erst begangen. Wir müssten ganz neue Gesetze jetzt erfinden, mit Bezug auf diesen Fall, um alle weiteren auszuschließen. Das will nicht mal Gerhard Roth. Viel wichtiger scheint mir, dass die Theologen und die Neurologen heute eine Kulturrevolution einleiten. Wenn die Menschen unfrei sind, als allererstes, gibt es nur eine Form, Freiheit zu erwerben. Das ist, durch Kenntnis der Kausalzusammenhänge neue Einsichten zu formen. Dann hätte Hegel recht, Freiheit ist erkannte Notwendigkeit des Naturzusammenhangs. Das Paradox ist, die Neurologen, die die Unfreiheit lehren, schaffen durch ihre Erkenntnisse riesige, oft gefährliche, manchmal großartige Handlungsspielräume, gerade für die Mediziner, Psychiater und so weiter. Sie vermehren die Freiheit, indem sie die Unfreiheit feststellen. So dialektisch ist alles, was wir Geist nennen. Viel wichtiger ist, dass wir uns selber erkennen, und das geht nur durch die Prozesse, die wir psychotherapeutisch beschrieben haben. Selbsterkenntnis ist ein Akt von Vertrauen, nicht reiner Intellektualität. Und da käme das Christentum hinein, indem es die Erlösung durch Gnade uns lehrt. Wie ist es möglich, dass Menschen, die endlos in den Mechanismen ihres Fehlverhaltens, ihrer Schuldgefühle sich aufhalten, die Freiheit der Vergebung entdecken, die ihnen hilft, aus all dem herauszukommen. Freiheit ist keine Naturtatsache, es ist wirklich ein Geschenk der Erlösung und der Menschlichkeit. Wenn es so steht, müssten Neurologen und Theologen sich bei der Hand nehmen und eine Kulturrevolution der Gesellschaft einleiten. Müssten. Ich gebrauche bewusst den Irrealis, weil ich die Theologen für viel zu faul halte, irgendetwas davon zu tun. Und die Neurologen bestrafen sie mit methodischem Atheismus, indem das Gerede, das die da haben, die Pasteure, das Gesundbeten, ihnen missfallen muss. Wir feiern in Paderborn gerade den heiligen Liborius, das war ein Mann gegen Gries und Nierenstein. Und Sie müssen sich nur mal anhören, was im dortigen Dom gerade geredet wird. Wie Nierenstein sogar psychosomatisch entstehen kann, davon nicht die mindeste Ahnung. Wie Krankheit und Schuld zusammenhängen können, weit entfernt dies. Und im Neuen Testament die Heilung werden delegiert an die Gottheit Christi und in der Kirchenpraxis an die Sakramente. Da steht es nun. Schlimmstenfalls in der letzten Ölung, da ist immer noch zu machen. Im Übrigen haben Sie eine Seelsorge, die von all dem nichts zu wissen braucht. Eine Theologenausbildung, die bestenfalls den Alumni beibringt, ihr Handwerk als beendet zu erklären, wenn Menschen wirklich anfangen zu leiden. Dann ruft man den Arzt, den Psychotherapeuten und beschwert sich, dass die Leute am Ende nur noch dahin gehen, statt in die Beichte zu kommen. Eine Kirche, die gottlos ist, indem sie seelenlos vom Menschen redet, darf nicht erwarten, das Vertrauen zu lehren, das Christus in die Welt zu bringen suchte. Heil und Heilung. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg spricht Eugen Drewermann über die moderne Neurologie und die Frage nach Gott. Dazu hat der geniale Gelehrte zwei monumentale Bücher mit fast 2000 Seiten geschrieben. Sie tragen den Titel Atem des Lebens. Im ersten Band geht es um das Gehirn, im zweiten Band um die Seele. Wie Seele und Körper zwischenmenschliche Erfahrungen und Krankheit zusammenhängen, das zeigt die moderne Neurologie streng wissenschaftlich. Doch auch die Heilungsgeschichten des Neuen Testaments kennen diese psychosomatischen Zusammenhänge, erklärt Eugen Drewermann. Wie ermöglicht man Offenheit, Ehrlichkeit durch Vertrauen? Ich gebe Ihnen eine kleine Geschichte, die Ihnen zeigen mag, wie wir die sogenannten Wundererzählungen
im Neuen Testament verstehen können, eine Art Schnelldurchlauf auch, um zusammenzufassen, wovon die ganze Zeit die Rede war. Ich muss dabei noch sagen, es geht im Neuen Testament nicht um das, was die Theologie dogmatisch in der katholischen Kirche bis heute supponiert und dogmatisch vorschreibt. Dass, wenn von Geisteraustreibungen die Rede ist, man im Sinne von Papst Ratzinger sich kümmern müsse um die Teufel und um den Exorzismus derselben. Es werden gerade Kurse neu eingerichtet im Vatikan. Jede Diözese soll einen Exorzismus-Experten bekommen, in Latein möglicherweise. Die Kirchensprache verstehen die Dämonen immer noch am besten und sie sind humanistisch gebildet auch heute. Um dann den Satan, den wir glauben müssen, als gegenwärtig in einem Menschen an unserer Seite wirksam zu bekämpfen, als hätte es die Psychoanalyse, die Neurosenlehre, die Psychosenkenntnis seit 1900 in München aufgebaut, Kräpelin und andere, nie gegeben. Als wären wir immer noch in den Tagen gewissermaßen des Eusebius oder der Kirchenväter im 2., 3. Jahrhundert, die sogar über ein halbes Jahrtausend dem braven Hippokrates in die Parade fahren mit volksgebundenem Aberglauben. Im Neuen Testament werden auch nicht Wunder gewirkt zum Machterweis der Göttlichkeit Jesu, als könnte er über Wasser laufen und Dinge tun, die nur er konnte. Genau das Gegenteil ist wahr. Diese fromm scheinende Auslegung des Neuen Testamentes hat dies Doppeldeutige bei sich, dass sie Jesus verherrlicht, weil er alles konnte, wenn er nur wollte. Wir aber von all dem nichts zu tun brauchen, weil wir es gar nicht zu tun vermögen. Mit einem Wort, wir fallen nieder und beten Christus an, um uns eine ähnliche Praxis tunlichst zu ersparen. Was aber Jesus wollte, war nicht, dass wir auf die Knie fallen, sondern uns auf die Socken machen. Genau das, was er getan hat, sollten wir selber tun. Und Sie finden das in Markus 6 beschrieben. Geht in die Dörfer Galiläas, seid dort sinngemäß und heilet ihre Kranken. Treibt die Dämonen aus und dann redet von Gott. Das war der Missionsauftrag Jesu. Sie finden an gleicher Stelle, dass es ganze Dörfer gibt in Galiläa, in denen Jesus kein einziges Wunder zu tun vermochte, weil er kein Vertrauen fand. Mit anderen Worten, die einzige Macht zu heilen Jesu besteht darin, durch die Art seiner Zuwendung, seiner Menschlichkeit, ein Vertrauen zu schaffen, stärker als die Angst im Hintergrund der Erkrankung. Die Erkrankungsformen allerdings lassen sich in den religionsgeschichtlichen Heilungsüberlieferungen am einfachsten mit dem beschreiben, was Sigmund Freud unter konversionshysterischer Symptomatologie rubrifizierte. Freud ging davon aus, dass unter neurotischen Verdrängungsprozessen der Zugang zum Sensorium und Motorium entweder gegen unseren bewussten Willen innerviert werden kann und es zu Handlungen kommt, die uns peinlich werden, oder aber, dass das, was wir wirklich bewusst wollen, gar nicht mehr tun können, weil die Zugangswege blockiert sind. Vor allem deswegen Lähmungserscheinungen, Blindheit, Taubstummheit, all diese Dinge lassen sich auf dem Hintergrund der Psychoanalyse schon vor etwa 100 Jahren ganz gut verstehen und ursächlich beschreiben. Tritt eine Persönlichkeit auf, die die Angst besiegt durch die Macht ihrer Erscheinung, kann in Sekundenstelle durch Spontanremission die gesamte Krankheit sich auflösen. Für die Betreffenden nach jahrelanger Form des Leids tatsächlich erlebbar wie ein Wunder. Aber nicht, weil es medizinisch nicht mit rechten Dingen zuginge. Die Organe sind ja vollkommen intakt. Die Muskulatur kann ungeübt sein, aber neurologisch haben wir keinen schädigenden Befund. Alles liegt in der Psyche. Auf dieser Ebene haben Sie die meisten Heilungswunder der Antike inklusive des Neuen Testamentes zu lesen. Andere Geschichten verstehen Sie am besten psychosomatisch, wie einleitend beschrieben. Die Geschichte, die ich Ihnen vortrage, steht im 8. Kapitel des Markus-Evangeliums, ist nur 7 Zeilen lang und lautet wie folgt. Ich wähle sie aus, weil sie eine Legende ist. Sie hat im Leben des historischen Jesus nach allem, was wir wissen, nie stattgefunden. Ist aber sehr sprechend für uns als Menschen und als Persönlichkeiten auf der Suche nach Hilfe und Heilung von unsäglichem Leid. Da kamen sie, heißt es, nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden, dass er ihn heile.
und er nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinaus, raus aus dem Dorf. Dann spuckte er ihn auf die Augen und fragte ihn, ob du schon etwas siehst. Und er sagte, ich sehe Menschen, denn wie Bäume bewegende sehe ich. Da legte er ihm die Hände auf. Da sah er bis ins Weite hin klar. Und er sagte zu ihm, bloß nicht durchs Dorf gehst du nach Hause. Diese kleine Geschichte empfehle ich Ihnen zur Lektüre wie 100 andere. Aber mit der Aufmerksamkeit, sich all das, was Sie hören, so genau zu erarbeiten wie jenen Traum von der etruskischen Prinzessin. Alles, was Sie vernehmen, kann stehen für die Lebensbeschreibung ganzer Entwicklungsphasen, räumliche Bewegungen als seelische Prozesse, etwas, das in einem einzigen Moment sich andeutet, womöglich als die Beschreibung der Krankheitsursache oder der therapeutischen Intervention zu ihrer Heilung. Beginnen wir am Anfang. Da ist ein Mensch in einem kleinen Dorf offenbar, der an Blindheit leidet und die ganze Umgebung möchte, dass damit Schluss sei. Die anderen sind, wenn Sie so wollen, zunächst einmal wohlwollend und liefern ihren Patienten bei demjenigen ab, der es ihrer Meinung nach im Griff hat, heil zu wirken. Ein Paradox geschieht. Das Erste, was Jesus tut, ist gerade nicht, die Krankheit zu heilen, sondern er nimmt den Patienten bei der Hand und führt ihn heraus. Zweimal steht das im Griechischen, heraus, raus aus dem Dorf. Ich wüsste, für das, was wir Psychotherapie nennen und in vielen Fällen auch als medizinisches Gespräch im Sinne Platons betrachten sollten, kaum ein besser Bild. Menschen leben in einer Umgebung, in der sie vollends erdrückt werden, nicht weil die anderen sie jagen würden und hetzen, wie Treiber irgendein Reh, sondern weil unter ihren vorgefassten Anschauungen, wie man als Mensch richtig zu sein hat, unter den Erwartungen, wie man sich geben muss, kein wirkliches Leben möglich ist. Alle Psychotherapie besteht ganz sicher darin, zunächst einmal ein eigenes Urteil auszubilden, statt sich zu verstecken und blenden zu lassen, indem man sich sieht mit den Augen anderer, mit geliehenem Blick, mit unwahrhaftiger Wahrnehmung aus der Perspektive von Autoritäten ringsum, die unser Leben entfremdet haben. Was sie dort finden, er nimmt ihn bei der Hand und führt ihn heraus, kann alleine schon Monate und Jahre in Anspruch nehmen. Niemals wird dieser Blinde die Dorfgemeinschaft, die ihn trägt und schützt, auch freiwillig verlassen oder er fände jemanden an seiner Seite, der ihm erklärt, ich gehe mit dir. Ich verlasse dich nicht. Es ist wie in der Bergpredigt. Wenn sie dich nötigen, eine Meile wegs zu gehen, dann geh zwei. Nicht mal, wie lange es dauert, wissen die Menschen. Oder sie verkleinern es, um nicht lästig zu fallen und gleich abgelehnt zu werden. Verdopple ruhig oder verzehnfache das Bittgesuch. Du hast keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Irgendwann gilt es, innezuhalten. Nachdem Jesus den Blinden aus dem Dorf herausgeführt hat, wird im Markus-Evangelium eine seltsame Form der Behandlung beschrieben. Eugen Drewermann erläutert. Und dann begibt sich diese Merkwürdigkeit, die selbst Exegeten des Neuen Testamentes sprachlos sein lässt. Jesus spuckt den Blinden auf die Augen. Das ist nun, man sieht, archaische Magie. Sie finden im besten katholischen Kommentar zur Stelle die ganze Hilflosigkeit der zünftigen Wissenschaft der Theologie in einem Satz konkretisiert. Der Speichel eines charismatischen Wundertäters, steht da, ist besonders wundertätig.
Wunderbar. Ich gebe es zum Besten, weil ich vermute, dass die meisten Frauen unter Ihnen zur Stelle ganz andere Einfälle hätten. Ihr Kind kommt von der Straße gelaufen, hat sich irgendwie verletzt. Sie nehmen es auf den Schoß, sie streicheln über die Stelle, es ist gar nicht so schlimm. Und manchmal, wie eine Katze sogar, werden Sie über Ihre Zunge mit der Hand gehen und Ihren Speichel drüber streicheln. Steht in keinem Medizinbuch, wurde Ihnen nicht beigebracht, ist aber instinktiv überhaupt nicht falsch. Selbst unter biochemischem Gesichtspunkt enthält der Speichel manches Nützliche. Verletzungen im Mundraum, wissen Sie als Zahnärzte ungleich viel besser als ich selber, dürfen nicht empfindliche Entzündungen hervorrufen. Und der Speichel ist eine fantastische Flüssigkeit, es zu verhindern. Auch für das Wundheilungsgeschehen ist Speichel nicht ohne Interesse. Aber wollten Sie morgen früh statt zum Dentisten, zu einem Ophthalmologen, Ihrem Kollegen, sich in die Behandlung begeben und der Hübe an, in dieser Weise Sie herzunehmen? Ich bin sicher, Sie würden zornig ihn regresspflichtig machen bei Ihrer Krankenkasse oder als Kurfuscher anzeigen. So geht es nicht. Wenn es aber doch geht, nach dem Heilungsverfahren der meisten Mütter im Umgang mit ihrem Kind, merken Sie, dass Gefühle wach zu rufen und zu erlauben, viel wichtiger sein kann als die noch so gute, im modernen Sinn ausgerichtete Medizin. Was Jesus hier tut, besteht im Grunde in dem Sehnsuchtsdesiderat, das die meisten feministischen Theologinnen an die Bibel heranführen, ohne fündig zu werden. Es müsste von Gott einmal mütterlich die Rede sein. Was also versteht Jesus von dieser Art der Blindheit, wenn sie durch Auftrag von Speichel geheilt werden kann? Die Mutter, die ihr Kind auf ihrem Schoß streichelt, will im Grunde dem Kleinen vermitteln, dass die Welt nicht so gefährlich ist, als sie scheint, denn es gibt ja sie, die Mutter. Was, wenn ein Mensch blind wird, weil es genau dieses Gefühl, die Paradiesesempfindung eines quasi mütterlichen Hintergrundes jenseits von Eden nimmermehr gibt? Ist es möglich, blind zu werden? Aus Angst? Aus Stress? Alle Male. Wollten wir hier diskutieren, was an Eintrübungen ihrer Sehschärfe rein psychisch möglich ist, könnten wir eine Menge sammeln. Migräneerkrankung zum Beispiel kann sie veranlassen, morgens die Vorhänge vor die Fenster zu ziehen, weil das Licht ihnen in den Augen zu weh tut. Wie eine solche Migräne zustande kommt, hat eine Studentin mir vor kurzem noch erläutert. Sie will ihre Prüfungen machen und das drängt jetzt im August. 4 Klausuren sind zu schreiben, sie entscheiden über vieles und sie steht doch erst am Anfang. Sie weiß überhaupt nicht, was die Professoren alles wollen. Und sie ist so fleißig, sie hat es immer geschafft. Sie steht ganz früh morgens auf, 5 Uhr, wenn die Sonne aufgeht. Aber um 7 muss sie schon wieder im Bett liegen. Die Augen tun ihr weh, der Kopf rast, die Migräne brummt. Sie kann überhaupt nicht lernen. Eine Form der Eintrübung der Sehschärfe, ganz ohne Frage. Ich selber erinnere mich vor Jahren, als ich nachts viele Fahrten über längere Distanz zurückzulegen hatte, wie ich morgens um 3 in Kassel war's, in Versuchung stand, vor einem Zebrastreifen auszuweichen. Ich interpretierte ihn als Lattenzaun. Es war die höchste Zeit, ins Bett zu kommen. Was sich begeben hat, ist einfach erklärbar. Bei einem bestimmten Stadium der Müdigkeit hört unser stereoskopisches Sehvermögen auf. Unser Gehirn will nicht mehr, dass wir weiter uns in einen Bewegungsvorgang zum Erreichen neuer Ziele begeben. Unser ganzes Gehirn ist programmiert darauf zu befehlen, dass jetzt Schluss ist. Es passiert gar nichts mehr. Und die einfachste Methode ist, dass die Straße aufhört. Sie wird zur Wand. Ein deutlicheres Signal kann es nicht geben, als hier geht es nicht mehr weiter. Das war, was mein Gehirn mir sagte. Gott sei Dank sagte es noch, bleib auf der Straße, aber leg dich schlafen, fahr um Gottes Willen nicht noch weiter. Es wird gefährlich für dich und jeden anderen. Stellen Sie sich vor, dass Müdigkeit nicht nur durch Überarbeitung aktuell bedingt sein kann, sondern im depressiven Verlauf entsteht unter dem Eindruck, dass alles viel zu viel ist, alles viel zu lang dauert, dass man es sowieso nicht schafft, dass die Müdigkeit chronisch in die Glieder greift als eine schwere Resignation. Sie müssten jetzt statt von Hypertonie einfach von Hypotonie sprechen oder von Dopaminmangel im Gehirn.
Die Belohnungsachse, ventrales, tegmentales Areal zum Nucleus accumbens, wird nicht aktiviert in der Sprache der Neurologie. Sie haben kein Lustempfinden mehr, Sie haben keine freudige Belohnung über erbrachte Leistung, Sie zweifeln daran, überhaupt noch irgendetwas wert zu sein. Und Sie können die ganze Welt nicht mehr sehen. Darauf läuft es am Ende hinaus. Sie können nicht mal mehr morgens in den Spiegel schauen. Noch einen Schritt weiter und wir sind bei Jean-Paul Sartres philosophischer Beschreibung aus das Sein und das Nichts. Be on, not to be, ins Seefeld gesetzt. Zum Teil autobiografisch. Sartre beschreibt, wie er halbseitig erblindet durch genetische Defekte, verlacht wird als Brillenschlange auf dem Spielplatz im Jardin du Luxembourg. Und er versinken möchte, als seine Mutter ihn fragt, soll ich die Muttis auf den Bänken bitten, dass sie dich mitspielen lassen? Schändlicher für den kleinen Jean-Paul konnte es nicht werden. Er wird später sagen, der Blick des anderen ist die Hölle. Die anderen sind die Gegenmenschen, die Unmenschen. Diejenigen, die mich qualifizieren mit Begriffen, die nie meine eigenen sind. Er stellt sich vor, er wird im Grab liegen und sie werden ihre Reden halten. Der Tod ist die radikale Auslieferung an den anderen. Aber sobald er auftaucht und mich anschaut, ist es die hegelianische Frage des Kampfs der Bewusstseine. Wer bohrt wessen Freiheitsentwurf an und bringt ihn zum Ausfließen? Wer setzt seine Subjektivität so ein, dass der andere objektiviert wird? Zum Gegenstand, zum manipulierbaren Instrument für meine Ziele. Dieser Kampf hört nie auf. Dazwischen, im Übergangsfeld, gibt es den Wahn der Liebe in sadomasochistischer Selbstdestruktion. Eine erbarmungslose, buchstäblich gottlose Welt. Ein gnadenloses Ringen um Anerkennung, die man nie findet, denn der Erfolg des Sadisten ist seine eigene Widerlegung. Er wollte, dass der andere ihn freiwillig akzeptiert und der Zwang, den er ausübt, zerstört genau die Grundlage dessen, wonach er suchte. Blindheit kann sein, dass Sie die ganze Welt nicht mehr sehen mögen. Wir hatten zu Hause eine Katze, die manchmal hereinkam aus dem Dunkeln mit großen Augen. Und wenn ich versuchte, lustigerweise, wie es mir schien, aber ängstigenderweise, wie es der Katze vorkam, ihren Blick nachzuahmen, huschte sie gleich wieder hinaus. Ich wusste damals noch nicht, dass man einen Hund frontal begrüßen muss, eine Katze niemals. Frontal gerichtete Augen sind für eine Katze kein Begrüßung, sondern Angriffssignal. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind unter solchen Augen wie eine Maus vor der Katze oder eine Katze vor einem noch größeren Raubtier, das sich Mensch nennt, begreifen Sie, dass Sie immer das Gesicht niedergesenkt und die Augen niedergeschlagen halten müssen und es keinen Blick mehr gibt in das Gesicht des anderen. Wenn das Blindheit ist, verstehen Sie zweierlei. Warum Jesus diesen Mann herausführen muss aus dem Ort und warum er ihn einbetten muss in einen Zustand wie vor der Geburt, als er das Licht der Welt noch nie erblickt hat. Speichel, wie die Flüssigkeit des Mutterschoßes pränataler Existenz, fühle dich in Worten gesagt einmal so, wie wenn es keine Menschen gäbe, die dir je etwas tun könnte. Wieg dich in meiner Nähe so geborgen wie ein Kind, dem kein Leid werden kann. Und erst wenn du lernst, noch einmal ganz neu zu beginnen und die Augen hineinzuheben in ein Licht, das dir wohl will, statt dich zu schmerzen, sind deine Augen nicht länger umsonst. Was sie erleben hier ist, dass die Krankheit eine Regression selber darstellt, eine Mutterleibsfantasie. Wir blenden die ganze Welt aus und dann hört sie auf, gefährlich zu sein. Es ist ein Trick wie ein Kinderspiel. Wir nannten es manchmal Kuckuck bei, das heißt, wir standen hinterm Kleiderpfahl und erlebten, dass wir uns so wegdrehen konnten, dass wir die Mutter oder wen auch immer nicht mehr sahen und glaubten dann als Kinder, wir würden selber nicht mehr gesehen. Ist bei manchen Autoritäten, kirchlichen Bischöfen immer noch ein beliebtes Spiel. Sie sehen bestimmte Dinge gar nicht und dann existieren sie auch nicht mehr. Die Welt wird ganz einfach, indem sie partiell oder total die Realität leugnen, indem sie sie ausblenden. Sie müssen nur die Augen zumachen und es wird ganz wohltuend. Bei viel Angst haben sie keine Alternative. Regression ist ein Teil des neurotischen Geschehens, aber dann muss es die Therapie auch sein.
Ich sage das deshalb, weil manche Theologen es übel nehmen, die Bibel therapeutisch interpretieren zu wollen. Es dauert ihnen zu lange. Was sie wollen, ist der große Aufmarsch, die Massenbewegung, ein Mega-Event, ein Papst kommt nach Wien, das wäre. Aber dass man um Einzelne sich kümmern soll, stundenlang, jahrelang, das ist keine rechte Verkündigung, das ist gesellschaftsüberflüssig, das ist luxuriös gewissermaßen. Diesen Theologen kann ich nur sagen, dass sie den Auftrag Jesu, geht in ihre Dörfer und heilt ihre Kranken. In der Tat, wie professionell Erblindete. Entfernt auch nur, bis heute nicht begriffen haben. Aber dass sie daraus eine Zwangstheologie machen, die von der Krankheit von innen her nicht mehr Notiz nimmt, sondern allenfalls noch die verwaltete Caritas daran lässt, dies verleugnet die Sache Jesu und tut bitter weh den Menschen. Das wissen sie als Ärzte sehr viel besser. Es ist nur möglich, Krankheit zu heilen, bei jedem Einzelnen. Es geht nicht mit dem Weihwasserbesen durch die ganze Kirche, nur bei jedem Einzelnen. Und noch genauer, an diesem einen Zahn von den 32, wenn sie denn noch existieren. Krankheit ist punktuell, individuell und nur so zu bearbeiten. Wilhelm Busch hat recht, unter Umständen sitzt uns die Seele nun im Backenzahn und es genügt ein bisschen Schmerz und ein Vortrag wie heute Morgen wäre völlig umsonst. Alle Aufmerksamkeit ist gelenkt auf die Stelle, an der es wehtut, damit sie endlich Maßnahmen ergreifen, um die Ursachen des Schmerzes einzudämmen. Deswegen muss man mitgehen, aus dem Dorf hinaus, sich Zeit nehmen, den anderen einzubetten in einen Umraum möglichen Vertrauens, bis die Angst sich verliert. Und das Schönste, wie zum Abschluss, wir wären gewöhnt, dass Jesus jetzt dem Mann erklärt, der anfängt zu sehen, er soll vernünftig gucken. Menschen sind keine Bäume und sie wandeln nicht umher, jetzt ungefährlich, wie wenn sie Pflanzen geworden wären. Streng dich an, guck ordentlich, es wird deine Zeit. Natürlich glauben wir, die Realität zu kennen, aber wir können sie nicht verordnen. Das Allerschönste an dieser Stelle ist, dass Jesus dem Kranken die Erlaubnis gibt, auf seine Weise die Welt so zu sehen, wie sie ihm erscheint, solange als es ihm Not tut. Sieht er die Welt auch krank, ist es unendlich viel besser immer noch, er sieht sie wenigstens selber. Mag sein auf falsche Weise, aber selber sehen ist unendlich viel mehr wert, als mit fremden Augen richtig, das heißt überhaupt nicht zu sehen. Als völlig blind, ohne eigene Subjektivität, von außen gelenkt wie eine Marionette durchs Leben zu laufen. Was Jesus tut, ist das Schönste hier, er lässt dem langsam zum Sehen Reifenden seine Wahrnehmung. Und dann legt er ihm die Hände auf, nichts weiter. Er erneuert die Geste, die Vertrauen bildet. Du stehst in meinem Schutz und dir wird nichts passieren. Die Reduktion der Angst öffnet nun das Sehen bis ins Weite. Und das Schönste dann, sie finden all das nicht, was von Heilungen im Neuen Testament die Theologen erwarten. Sie dienen der Beglaubigung des Wundertäters, sind Demonstrationen seines Machtbeweises. Stünde es so, müssten wir jetzt unbedingt den ORF ranholen, um das Ganze in alle Welt zu transportieren, ins Internet zu stellen, zugänglich dem Publikum zu machen. All das darf nicht sein, das würde die Intimität, die Diskretion, den Raum des Vertrauens vernichten, in dem all das zustande kam, wovon ich gerade redete. Geh bloß nicht durchs Dorf. Das heißt, mach mit dir keine Propaganda. Die einzige Frage ist, wie du bei dir richtig zu Hause ankommst. Das wäre die ganze Heilung. Wenn ich noch sagte, die Geschichte hat im Leben Jesu historisch nicht gespielt, muss ich das nachholen. Sie hat sich immer wieder ereignet in der Art, wie der Mann auf Nazareth auf Kranke zuging. Es ist eine Legende, die historisch nicht vor 2000 Jahren war, sondern die ihre Wahrheit beglaubigt, indem wir sie sollen wahrmachen in unseren Tagen. Es ist eine Beschreibung, wie man mit Menschen umgeht, um sie zu erlösen aus der Hölle ihrer Einsamkeit und ihnen wieder die Schönheit der Welt, ihrer selbst und der Menschen augenfällig zurückzuschenken. Wie viel Geduld, wie viel Sensibilität, wie viel Einfühlungsvermögen, wie viel Zärtlichkeit gehört dazu, einen solchen Menschen bei der Hand zu nehmen und ihn zurückzuschicken zu sich selbst, dass sich dies ereignen möge, immer wieder
in den Kontakten, die Sie mit Ihren Patienten haben, haben müssen, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen in dieser Tagung und überhaupt. Dankeschön. Fokus. Themen fürs Leben. Heil und Heilung. Radio Vorarlberg brachte den zweiten Teil eines Vortrags von Eugen Drewermann, aufgenommen bei den Festspielgesprächen der Gesellschaft für ganzheitliche Zahnheilkunde in St. Gerold. Wenn Sie das Gehörte vertiefen wollen, dann werden Sie in reichem Maße fündig in den beiden monumentalen Büchern Atem des Lebens, Band 1, das Gehirn, und Atem des Lebens, Band 2, die Seele. In beiden Büchern beschreibt Eugen Drewermann auf knapp 2000 Seiten die moderne Neurologie und die Frage nach Gott. Wenn Sie nur ein dünnes Buch zum Verweilen und Meditieren lesen wollen, dann kann ich Ihnen das Bändchen Spuren des Heils empfehlen. Sowohl die beiden Bände Atem des Lebens als auch Spuren des Heils sind im Patmos Verlag erschienen. Was wir brauchen, wäre ein Umfangensein in Gnade und Verstehen. Das wäre der erste und wichtigste Stressabbau. Die Erlösung von Einsamkeit und Angst. Ein Gefühl, wieder irgendwo aufgehoben zu sein. Franz Josef Köpp dankt für Ihr Interesse am heutigen Fokusthema. Ich wünsche, dass Sie in Ihrem Leben Spuren des Heils entdecken und Gnade erfahren. Leben Sie wohl. Im Internet können Sie diese und frühere Fokussendungen jederzeit anhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.